So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hey, Eli hat mir erzählt, wo unsere Gangsterfreunde rumhängen. Ich hoffe, ich kann die Kommunikation mit ihrem Boss lahmlegen. Ich überprüfe nahe Funkmasten und schaue mir das Netzwerk an. Vielleicht finde ich was. Wir können die Verbindung kappen. Fett, ich rufe dich dann an. Wie vereint ihr in Gozo Saba und Kneipentour? Was stimmt nicht mit euch? Ich saß in der Bahn nach Hause. Finn suchte immer schon nach neuen Büchern, bevor sie die alten ausgelesen hatte. Sie schnappte sich sogar meine, wenn ich nicht hinsah. Gehirn, wie nannte sie das? Brauchst du der Spider-Man? Nicht ein... Das Spiel macht allein schon Spaß, nur durchs Rumschwimmen. Genki, die Typen sind definitiv hier. Ich erledige sie. Vielleicht kann ich so die ganze Operation stoppen. Ring frei, Spider-Man. So, dann schauen wir mal. Das sind echt viele. Heute mit dem Boss. Ich werde ihm in ein paar Minuten zugeschaltet. Es ist deine Schuld, dass Spider-Kid unsere Pläne versaut hat. Der Boss will Ergebnisse, keine Ausreden. Hm. Aber du bist doch seit Jahren dabei. Weil ich Ergebnisse liefere. Ja. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Findet ihn. Das ist okay, wenn die ein bisschen nervös sind, dann treiben sie auseinander und achten nicht aufeinander. Hauptsache, ich habe mal die Scharfschützen aus dem Weg geräumt. So. Leute, das gefällt mir gar nicht! Lass den Quatsch, Spinnenkopf. Dich schlag ich zur Brei, Kleiner. So, was meint ihr? Komm raus und lass uns Mann gegen Spinne kämpfen. Scooby Gang? Inwiefern Scooby Gang? Das ist die blaue Fleck. Hau ab, solange du noch kannst. Nicht dein Glückstag heute. Sorry. So, was haben wir denn hier noch? Den hier haben wir noch? Ein großer, ein großer.
Ich komm, ich seh nix. Ah, was ist hier los? Alle, oder? In der Mitte ist noch irgendwo einer. Da. Noch einer? Das war's jetzt aber. Achso, ja. Na klar, der kleine Spider-Man, was kann der schon ausrichten, ne? So, da ist irgendwo noch einer. Wohl die Tür. Ja, es war dann nicht mehr wieder schneller als so. Muss noch mehr sein. Irgendwas. Fußabdrücke. Die verschwinden. Okay. Ab durch die Wand. Wie kommen wir durch die Wand? Mit dem Zahnrad komme ich rein. Ich bin schon drinnen, Mann. Der gute alte Nicht-Drücken-Knopf. Gleich mal drücken. Oh. Ah, es ist ein Aufzug sogar. Hey, ich hab die Netzwerkdaten. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Kommen definitiv von hier. Also die Netzwerkverbindung kappen, den Computer schrotten. Und das war's mit den Befehlen vom Boss. Oh, kalter Kaffee. Nicht durch die Tür? Bisschen verwirrt, doch. Gruseliges unterirdisches Kellerversteck, wo sie ihre Harlem-Vernichtungspläne schmieden. Cool, cool, cool. Cool, 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 sagt Arvet. Ihnen ist völlig egal, wer verletzt wird. Solange ihr Boss bekommt, was er will. Hilfst du mir bei einem Hybridangriff? Klar, aber versuch zuerst... V-A-N-E-S-S-A. Vanessa? Wenn das hier dem gehört, den ich vermute... Was soll das? Kingpin. Wer bist du? Oh shit. Fisk? Ein verkleidetes Kind, das so tut, als wäre Spider-Man. Ich kann die Verbindung von hier aus trennen. Halt ihn einfach hin. Fisk, deine Pläne für Harlem sind Geschichte. Verschwinde aus meinem Viertel. Dein Viertel? Wie rührend. Aber wenn du mir in die Quere kommst, leiden die darunter, die du schützen willst. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Aber wir müssen es rausfinden. Ich sollte zum Park zurück. Haley sagen, dass ich mich drum gekümmert habe. Miles, Haley hat geschrieben. Fisks Leute greifen im CJ Walker Park an. Die habe ich ausgeschaltet. Ein paar haben sich noch im Viertel rumgetrieben. Du musst dich beeilen, sie greifen die Leute auf der Party an. Na toll. Sag Haley, ich bin unterwegs. Da raucht schon. Ja.
meinem Viertel fährt. Ich sehe ihn. Au. Alle zusammengezogen. Na ja, toll, da kommt direkt der nächste. Oh, und ein ganz großer. Da hinten, oh, da hinten sind echt noch einige. Ach, oh. Wo ist der Typ? Da hinten. Ja, ich halt bestimmt still für dich. So ein Haufen. Hey, der hat den falschen Anzug an. Keine Ursache. Unser Zuhause. Normalerweise hat man immer den Anzug an, den man auch wirklich im Spiel anhat. Aber es kann sein, dass es daran liegt, weil wir den Schal umgelegt haben. Glaub ich kaum. Vermute ich jetzt mal. Hoffentlich bis bald. Müsste man testen. Ey, wir haben jetzt die Mütze nicht auf. Aber ich stelle mir das auch kalt vor, nur in so einem Spandex-Anzug. Im Winter, durch New York. Oh, wir haben es wirklich an. Tatsächlich, cool. Das ist cool. Fisk ist raus aus Halle. Dank uns. Und jetzt sag nicht, nein, dank dir. Okay, du hast recht. Es war Teamwork. Wie ist es so als Harlems freundliche Spinne aus der Nachbarschaft? Ich muss zugeben, ganz schön cool. Fast vergessen. Danica Hart hat von der ganzen Sache gehört. Sie will, dass ich in ihre Show komme. Ja, super. Bist du nervös? Nervös? Nein. Ich meine, oh Mist, was ziehe ich an? Wir haben sogar Stulpen an. Bei einem Podcast ist das egal. Was, wenn sie hört, dass ich eine Jogginghose trage? Was, wenn sie eine Webcam benutzen will? Oh mein Gott, ich muss mich umziehen. Bis dann. Das ist cool. Okay. Dann rufe ich mal Fenn an. Oh, wir haben schon wieder eine neue Stufe. Dann gucken wir gerade mal. Zwei Fähigkeitenpunkte, ja. Ich wollte hier die Stärke erhöhen. Und... krass. Man macht sich selbst eine Blendgranate.
Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Venom-Kosten zurückbekommen. Es ist natürlich schwer, sich dann bei sowas zu entscheiden. Aber ich glaube, ich nehme das dann erstmal. So. Wie nennt sich der Anzug? Winteranzug? Ja, sehr cool. Was haben wir eigentlich hier noch für Modifikatoren? Da kann man bestimmt auch inzwischen einen neuen freischalten. Okay. Ja, finde ich jetzt alles nicht so. Nicht so erstrebenswert. Nö, da warte ich noch. Gut. Hi, Spider-Man. Ah, wir haben neue Missionen tatsächlich auch bekommen, hier sehe ich gerade. Aber die Verbrechen sind ja alle abgeschlossen. Mein Auto ist weg. Mir ist ausgefallen. Das stört etwas den Funk der Notfallrettungskräfte. Sollte ich mir ansehen. Spider-Man, Gott sei Dank. Irgendwas stört den Notfallfunk. Wir können die Feuerwehr einfach nicht erreichen. Ist noch jemand da drin? Nein, wir haben alle rausgeholt. Aber ohne Hilfe wird das Feuer überspringen. Hörst du das? Nur Rauschen. Ich kann die Quelle sicher finden. Keine Sorge, ich stelle ihren Funk wieder her. Je schneller ich die Quelle finde, desto schneller ist die Feuerwehr hier. Meine Netze richten hier nichts aus. Also es gibt tatsächlich alte Spider-Man-Spiele, wo man auch Venom spielt. Gibt es. Die waren auch nicht schlecht. Das Feuer brennt ordentlich und ich höre nur Rauschen. Das mit dem Tower hat wohl funktioniert. Die Versicherung zahlt nur, wenn alles hinüber ist. Also sorgt dafür, dass das mit dem Rauschen so bleibt. Sie stören den Funk für einen Versicherungsbetrug? Das geht gar nicht. Hast du das Gebäude mal gesehen? Sowieso schon die reinste Feuerfalle. Aber echt, so verrottet. Tut mir leid, hättet ihr euch mal für die Spider-Man-Versicherung entschieden? Ich ziele auf Spider-Man! Ich bin dran! Nee, so richtig als Verbrecher. Venom ist ja auch kein Verbrecher in dem Sinne. Das ist ja so ein Anti-Helden-Ding. Also so böse ist Venom ja eigentlich gar nicht. Der richtige Bösewicht ist tatsächlich Carnage. Der kommt ja jetzt im zweiten Teil von Venom vor. Das ist nämlich der wahre Erzfeind von... oder sagen wir es so, es ist der böseste Feind von Spider-Man. Weil... Es gab noch keinen anderen Gegner, der in den Comics so viele Menschen getötet hat, wie es Carnage gemacht hat. Und Carnage hat wahllos einfach Menschen gefressen und sonst was. Also wirklich krass. Kein Vergleich zu Venom. Überhaupt nicht. Wo muss ich hin? Ich hab's verpasst. Ich hab eben nicht aufgepasst. Lade den Generator auf. Wo ist der Generator? Ich bin irgendwie gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist der? Da hinten, ne? Ich sehe immer noch eine Störungsquelle. Da müssen noch andere beteiligt sein. Es gab mal ein Spiel, wo der Symbiont eine wichtige Rolle gespielt hat. Und da kam auch Carnage, glaube ich, vor. Ein paar Kerle wollen das Haus für einen Versicherungsbetrug abfackeln. Deshalb stören sie den Funk. Wie bitte? Sie bringen Leute in Gefahr. Ja, was macht das Feuer? Es wird bald auf die Nachbargebäude überspringen. Und ich erreiche die Feuerwehr immer noch nicht. Bald sollte es wieder gehen. Halten Sie durch. Ich sag Bescheid.
nicht mehr weit. Warte. Das Signal ist wieder stärker. Ah, was hast du gemacht? Warum denkst du immer, dass ich an allem schuld bin? Hä? Was soll das? Beeilung. Der Funk muss endlich wieder funktionieren. Genau, keine Zeit für... Hab ich dich. Au! Ja, es gab ein Spiel, da hatte sich der Symbiont tatsächlich mit allen verbunden und das war richtig krass. Also da kam auch Wolverine drin vor in dem Spiel und das war schon ein krasses Ding. Das Spiel hat auch echt Spaß gemacht, aber es ist halt, wow. Ist nicht mehr aktuell von der Grafik her, ist schon ein bisschen altbacken. Ups, ist auch ein kleiner Bug. Ich glaube, das war's. Ich sollte nach dem Feuer sehen und den Funk überprüfen. Hey, geht der Funk wieder? Ich höre alles laut und deutlich. Ich habe die Zentrale erreichen können. Die Feuerwehr kommt gerade. Ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Die Feuerwehr konnte den Brand gerade noch rechtzeitig löschen. Deine App kriegt definitiv 5 Sterne. Keine Ursache. Und bitte weiter so. Je mehr Leute die App verwenden, desto sicherer wird New York. Ich werde allen davon erzählen. Danke nochmal, Spider-Man. Auch das mit der App ist eine coole Idee. Die hat ja der Kumpel von ihm erstellt. Das ist schon eine coole Idee. Dann rufe ich mal Finn. Sehr angepasst an die jetzige Zeit alles. Ja, Spider-App, genau, die Spider-App. Finn, hey. Wir müssen reden. Persönlich. Damit du mich wieder anlügst? Ich muss das richtig stellen. Bitte. Komm zur Trinity Church. Keine Lügen mehr. Versprochen. Wenn du mich reinlegen willst. Gut. Wir sehen uns dort. Immerhin trifft sie sich mit mir. Okay, Trinity Church. Dann los! Dann mal los! Hallo Freunde, hier ist der Danny Cast mit unserer Diskussion. Das ist ihr Intro. Schwach! Unter uns Profis nennen wir das den Aufmacher vergraben. Mehr Hype! Darf ich Sie mal was fragen, Danny? Denken Sie je darüber nach, was Sie hier anzetteln? Über Ihre journalistische Integrität? Mehr als andere. Denn Ihr haltloser Feldzug... Nur zu, Pete. Auf geht's. Was muss ich machen? Oh je, ach du Schande. Einfach planen und ausführen. Mit einer Millisekunde Spielraum für Fehler. Kein Problem. Kinderspiel. Sehr gut, Mike. Weiter so. Hör auf deinen Bauch.
Nein. Behalte die nächsten Kontrollpunkte im Auge und plane deine Route spontan. Eine Schwing-Herausforderung, bei der es um spontane Problemlösung geht. Guter Lehrer Pete. Nein. Hab's geschafft, Mike. Bleib am Ball. Ich wusste den Central Park vorher nie wirklich zu schätzen. Jetzt liebe ich ihn. Das gebrannte Mandeln? Oh Mann, wow, geschafft! Schön, das ist okay. Mit zwei zweiten Platz gebe ich mich zufrieden. So. Was haben wir denn hier noch? Zwischendurch mal ein bisschen Krempel einsammeln. Oh, wenn mich die Antenne nicht auffällt. Alles so bunt, ja, das liegt an dem. Ich kann hier die Umgebung scannen mit meinem Visier. Und okay, da war ich schon gar nicht so falsch. Da. Und dann sehe ich, wo ich was einsammeln kann und machen kann. Oh, das ist ein Verbrechen. Da gehen wir mal hin. Wow. Meine größten Fans! Hey Leute, warte! Ich klatsche euch gleich ab! Oh. Da kleben sie alle an der Wand. In der Unterzahl und trotzdem gewonnen. Puh, so, wo wollten wir eigentlich hin? Da hinten. Oh, was sagt denn die Karte, was wir hier noch auf dem Weg haben? Machen wir das als nächstes. Ganz nebenbei so ein paar von den Dingern machen. Oh, das ist jetzt vieles Guten. Jetzt kommt was Gutes. Dein Dad und ich hingen oft hier ab und hörten zu, wie die Feuerwache zum Leben erwachte. Genau das brauchst du. Bei der Feuerwache. Okay. Nach irgendwas brummen, denn an irgendeinem Motor oder sowas in der Richtung. Ja, das Geräusch wird verdeckt. Okay. Blockiert. Sicher der Feueralarm. Ich muss näher ran. Das Tor da ist offen. Ja, da gehe ich jetzt rein. Zu nah. Okay. Feuerwache. Ja. Hört sich gut an. Löschwagenmotor. Na gut. Ich glaube, diese Umgebung hat deinen Dad dazu veranlasst, Polizist zu werden. Ich sagte ihm, er wäre nicht verklemmt genug dafür, aber er wollte die... Ah, die Folge ist auch zu Ende. Dafür also. Hat er alles gegeben. Du hast viel Gutes getan, Dad. Und ich werde das auch. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt dran auf Twitch. Und auf YouTube ist die Folge zu Ende. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Lasst mir gerne einen Daumen, ein Abo. Oder einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.